Ich bin Trainee in der Salzburg AG. Im Trainee-Programm setzen wir uns eigentlich 18 Monate lang mit dem Unternehmen auseinander. Wir haben uns die ganze breite Palette des Unternehmens an. Derzeit bin ich im Bereich Verkehr tätig und unterstütze da meine Kollegen in deren Arbeit. Also ich habe Energy and Transport Management studiert in Kapfenberg und für den Abschluss des Bachelors haben wir ein Pflichtpraktikum machen müssen und da ist mir irgendwie sofort die Salzburg AG eingefallen, da ich aus Salzburg bin. Dann die Möglichkeit wahrgenommen, zur Eröffnung von der Obusleitstelle zu gehen und habe mir dann gedacht, ich rede einfach jetzt dann den nächstbesten Mitarbeiter da dran. Zufälligerweise war das dann gleich der Centerleiter. Eigentlich habe ich dann als Praktikant angefangen. Und letztes Jahr ist mir dann die Möglichkeit angeboten worden, als Trainee in der Salzburg AG anzufangen. Und das habe ich sehr gern wahrgenommen. Das Trainee-Programm ist einfach das Lässige, dass man einen super Einblick in das Unternehmen kriegt. Man lernt viele neue Leute kennen, sieht die verschiedenen Arbeitstätigkeiten, die es bei uns im Unternehmen gibt. Was auch noch super ist beim Trainee-Programm, ist, dass wir zusätzliche Schulungen kriegen, die uns einfach für unseren weiteren Berufsweg sehr viel bringen. Und einfach das breite Arbeitsfeld, das ich derzeit habe, ist einfach das Lässige an meinem Job. In meinem Fall bin ich jetzt derzeit für Quando Salzburg zuständig. Das ist eine Fahrplan-App, die unsere Kundinnen und Kunden über die öffentlichen Verkehrsmittel in Salzburg informieren. Mit der Fahrplan-App versuchen wir, unseren Kundinnen und Kunden den besten Service zu bieten, damit sie bestmöglich von A nach B kommen. Jetzt war ich dann hin und wieder mit älteren Diesellokomotiven unterwegs. Dort gibt es eine ältere Frau, die eines Tages einmal die Wäsche ausgehängt hat, wie wir mit der Diesellok vorbeigefahren sind. Danach war die Wäsche nicht mehr so ganz so sauber und daraufhin hat sie bei uns in der Zugleitung angerufen und hat sich halt sehr beschwert. Was haben wir gemacht? Wir rufen sie jetzt jedes Mal, wenn wir dort vorbeifahren, rufen wir sie an. Der Vorteil ist, wir können dort ohne Probleme vorbeifahren und sie hat eine frische Wäsche.